Sommer. Winter. Wo ist der Spätruppführer? Hier sehe Richtung 50. Herr Oberflöbel? Hier? Sofort zum Bataillonsgefechtsstand, zur Befehlsausgabe. Jawohl, verstanden. So, Steppach, ich muss zur Befehlsausgabe, zum Gefechtsstand, sofort Gefechtsmannschaft herstellen. Ja, okay. Erstmal da vorne warten. Wir selbst befinden uns so. Morgen, Herr Oberstleutnant, Oberfeld Winke, melden wir Fohlen. Morgen, Winke. Morgen. Prima, dass Sie da sind. Kommen genau richtig. Wir fallen gerade die Chefs in die Lage ein. Bitte verfolgen Sie gleich mit. Der Feind greift mit einer verstärkten Panzerdivision nach Süden an. Dabei drei Regimenter in vorderster Linie, zwei Schützenregimenter und ein Panzerregiment. Ein weiteres Panzerregiment wird in der Tiefe nachgeführt. Vor der 14. Division ist ein tiefer Einbruch gelungen, allerdings unter erheblichen Verlusten bis zu 60%. Auch hier wird in der Tiefe ein Panzerregiment vermutet. Vermutliche Absicht des Feindes wird es sein, diesen tiefen Einbruch noch weiter in die Tiefe fortzuführen, Reserve nachzuführen. Der Bataillonskommandeur weist in die allgemeine Feindlage und die vermutete Absicht des Feindes ein. Hier unsere er beurteilt dabei vordersten die Möglichkeiten und den eventuellen Kräfteansatz der Feindgruppierung. Eigene Lage. Die 13. Panzerdivision verteidigt weiter mit Brigade 37 und 39 in vorderster Linie und der Brigade 38 als Reserve. Nach der eigenen Lage weist er zusätzlich den Auftrag des Bataillons und seinen Plan für den Einsatz ein. Dieser umfasst unter anderem die Führungs- und Bewegungslinien, wichtige Punkte, die er wissen will und worauf es ihm besonders ankommt, unsere Spätrupps hier im Verhalten bei Feindberührung, hier Verhalten am Spätruppziel, zwei eigene Sicherung, 13 und 15 stehen Fliegerabwehr, oben in der ABC-Abwehr. Weiterhin enthält der Plan Auftrag für den Einsatz die personelle, materielle Unterstützung und das Führungs- und Fernmeldewesen mit den Unterpunkten, Frequenzen, um sicherzustellen, Schutzmaßnahmen für den Fernmeldeverkehr, nicht in Meldelinien, Meldepunkte, der 13. Panzerdivision eindringen kann, Meldezeiten, Erkennungszeichen für die eigene Truppe, die linke Parole, Flanke der Brigade und die 37 Bataillonsgefechtsstände. Gibt es von Ihnen aus Fragen? Nein, keine Fragen. Keine? Uhrzeitvergleich. Ich habe jetzt 4 Uhr und 2 Minuten. Können Sie in 20 Minuten abmarschieren? Ja, 20 Minuten. Gut, dann hast du mal Einbruch. Ja. Lass Sie mal mitkommen. Ach, halt mal an. Herr Hauptmann. Ja. Wo genau steht jetzt der Spätrupp 25? Also der Spätrupp 25 steht jetzt genau bei dieser Wegespinne. Mhm. Dort steht der Kampfpanzer Hauptfeldwebel Fiedler. Der wartet auf Sie. Okay. Gut. Melde mich ab. Jawohl. Herr Hauptmann, war denn inzwischen die Betriebsstoff-LKWs bei Ihnen? Ich werde aus meiner Stellung geschlossen über Straße bis WGT vorgehen. Dort treffe ich auf den schweren Spätrupp 25. Danach Absprache bei eigener Sicherung. Herr Kunde vom Waldrand. Ortschaft Fabitz. Ich nehme diesen Weg wegen der Deckung hier, da und dort. Hey, hergestellt, Spätrupp bereits dort versammelt. Gut. Was ist mit dem Anlasser? Ist in Stand gesetzt. Noch besser. Okay. Der Spätruppführer weist seine Soldaten in die Feindlage, die eigene Lage und den Auftrag des Kommandeurs ein. So, wir haben den Auftrag, verstärkt mit Spätrupp 25 bis Ötzendorf, diese Richtung 20.000 aufzuklären. Der Kommandeur will wissen, sind die Übergänge über Wellendorfer Bach für Kampfpanzer gangbar?
sind die Übergänge im Raum Ötzmühle südlich von Ötzen ohne Verstärkung für alle Teile passierbar. Eignet sich das Waldstück südlich von Ötzendorf als Verfügungsraum? Sind die Ortschaften Ötzendorf, Kleinhesebeck und Jasdorf feind besetzt? Zur Durchführung. Dazu plane ich geschlossenes Vorgehen bis zur Ortschaft Tielitz. Nördlich davon Wegeti, dort befindet sich der Spätrupp 2.5. Dort Verbindungsaufnahme und Absprache mit dem Spätrupp 2.5. Nach der Absprache weiter geschlossen bis zur eigenen Sicherung, die sich an der Bahnlinie befindet. Dort ebenfalls eine Absprache durchführen und danach weiter vorgehen. Unsere Bewegungslinie nach der eigenen Sicherung über die Ortschaften Fabitz, Ostedt, Anstedt 2, Ötzen und zum Spätruppziel südlich von Ötzendorf. Erster Beobachtungshalt südlich der Ortschaft Fabitz. Gleichzeitig erster Sammelpunkt am Waldausgang. Spätrupp 2.5 folgt über Funk auf Befehl. Am Spätruppziel so versteckt beziehen, dass wir die Ortschaften Ötzendorf, Kleinhesebeck und Jasdorf überwachen können. Feindliche Aufklärungs- und Sicherungskräfte sind zu umgehen. Personelle und materielle Unterstützung. Wir sind voll versorgt und werden in 24 Stunden circa auf Befehl neu versorgt. Nach den Punkten der Durchführung weist der Spätruppführer in die personelle materielle Unterstützung sowie in das Führungs- und Fernmeldewesen ein. Der stellvertretende Spätruppführer meldet ihm den Stand der Einsatzbereitschaft des gesamten Spätrupps. Noch irgendwelche Fragen? Abmarschbereitschaft herstellen, aufsetzen. Jäger, was ist mit Ihrer Hand? Das geht schon, Wolf. Sind Sie ausgeschlafen? Ja. Wunderbar. Der schwere Spätrupp im Verfügungsraum. Hier wartet er auf die Verbindungsaufnahme mit dem leichten Spätrupp. Sicher absetzen. Ich gehe zur Absprache mit Spätrupp 25, der sich dort befindet, und Offizier, ein Mann als Alarmposten an den Weg da vorne, den Weg überwacht. Moin. Morgen. Oberfeld BG, Spätrupp 11. Ich habe den Auftrag, mit Leopard 2 verstärkt Richtung Ötzendorf aufzuklären. Ja, hoffe ich viel klar. Spätrupp 25. Ist mir bekannt, dass Sie mit Ihnen gefahren sind. Frage: Hat sich die Lage heute Morgen verändert? Die hat sich nicht verändert. Gut. Wie ist unsere Bewegungslinie? Bewegungslinie. Über eine Sicherung ja. An der Bahnlinie. Ja. Die Ortschaft Babitz ja. Richtung Ostedt. Ja. Hanstedt. Ja. Rezling. Ja. Ötzen. Ja. Und Spätruppziel südlich von Ötzendorf. Ja. Wie verhalten wir uns am Spätruppziel? Wir beziehen dort Versteck und haben den Auftrag, die Ortschaften Ötzendorf, Jasdorf und Kleinhesebeck zu überwachen. Gut.
Welche Frequenzen haben wir? Frequenzen, Spätrufrequenz 5610, ja, und Kompanie 5550. Gut, Erkennungszeichen? Am Tag schwenken grüne Flagge, Antwort rote Flagge. Und in der Nacht einmal blinken grün, Antwort zweimal blinken rot. Wie ist die Parole? Sommer, Winter. So, Männer, wir haben jetzt einen neuen Auftrag. Wir sind ab jetzt den Spätrupp 2.5 unterstellt. Weist seine Soldaten in die Absicht des gemeinsamen Vorgehens ein. Die eigene Lage haben sich nicht geändert. Wir haben den Auftrag mit Spätrupp 11 Richtung Ötzendorf, hier gezeigt, diese Richtung 19.000 aufzuklären. Ich komme jetzt von der Absprache mit dem schweren Spätrupp 25. Auch Oberfeldwebel Behnke gibt alle notwendigen Informationen an seinen Stellvertreter bis weiter. Zur eigenen Sicherung. Keine Frage darf offen, dort keine Unklarheit alle bestehen mit der bleiben. Sicherung. Dazu der Nase hier kommt mit. Da ist der Wald, wo der Wege kreuzt. 500 Meter weiter muss der Wald dran sein, von dem ich die Ortschaft Fabitz beobachten kann. Wo ziehe ich die Kfz unter? Welchen Weg gehe ich mit dem Nasich? Hey, ich gehe mit dem Nahsicherer an die freie Fläche, führe dort einen Beobachtungshalt auf die Ortschaft Wabitz durch, Spätrupp übernehmen, tarnen und sichern. Vor uns 600, die Ortschaft Wabitz. Im Beobachtungsbereich markante grüne Scheune. Nach rechts, rechter Ortsrand, markanter Walddurchlass. Verstanden. Gehört die grüne Scheune mit zu meinem Beobachtungsbereich? Ja, natürlich. Panzeraufklärer sind das Auge des Heeres. In ihren Beobachtungsbereichen achten sie besonders auf Bewegungen, auf Scheunen, Gebäude, Kirchtürme, aufblitzende Fenster, markante Geländepunkte und Ortsränder, auf Unterstände, Zufahrtsstraßen und auf das Gelände rund um die Ortschaft. Es kommt darauf an, viel zu sehen, ohne gesehen zu werden. Da links neben der Scheune, da ist etwas. Kann ich aber nicht genau erkennen. Ich kann auch nichts erkennen. Gucken wir uns nochmal vom anderen Beobachtungspunkt an. Wir sind jetzt hier. Der erste Beobachtungspunkt ist hier. Und der zweite ist hier oben. Wir gehen jetzt zurück zu den Fahrzeugen und fahren dann zum ersten Beobachtungspunkt. Die nächsten Beobachtungshalte sind dort und dort. Spätruppführer schon aufgesessen. Gut, geben Sie Sachen an den Rückwärtsfahrer und dann sitzen Sie auf. Grundsätzlich sind Ortschaften von mehreren Seiten aus einzusehen und zu beobachten. So, ich nehme jetzt folgende Meldung ab.
Wir befinden uns bei Alpha plus 3.0 plus 2.8. Und der Spätrupp 2.5 soll zu Alpha plus 3.3 plus 2.6. Hier 2.5, verstanden, Ende. Wir führen jetzt hier die Brückenerkundung durch. Sie überwachen mein Vorgehen. Verstanden. Warte mal. Bei der Annäherung achtet der Spähtruppführer besonders auf feindliche Sicherungskräfte. Dabei wird er ständig durch seinen Spähtrupp überwacht. Über den Bach rüber, an die Birke und entlang der Straße sichern. Verstanden. Bei der Brückenerkundung achtet er besonders auf feindliche Sicherungskräfte, angebrachte Sprengladungen durch den Feind, Tragfähigkeit und Breite der Brücke. Gegebenenfalls erkundet er gedeckte Anmarschwege und Sicherungsmöglichkeiten. Umspruch an Alpha. Alpha nachziehen bis zur Brücke und linken Bereich überwachen. 1-1 Alpha bis zur Brücke nachziehen und linken Bereich überwachen. Kommen. 1-1 Alpha, verstanden. Umspruch an 1-1, 1-1 100 Meter bis 100 Meter nach der Brücke nachziehen. Kommen. Hier 1-1, verstanden. Meldung an 2.5 und danach ans Bataillon absetzen. Brücke für alle Teile gangbar. 2.5 sofort nachziehen bis Brücke. Ja, schon, ne? kommen. Diese Richtung, Karstenwald. Rechts davon ein Fahrzeug. Fahrzeugtyp nicht erkennbar. Erkannt.
Ein feindlicher Spielpanzer. Noch einer. Es könnte ein feindlicher Spieltrupp sein. Ich habe den Auftrag, bis südlich Ötzendorf aufzuklären. Den Feind zu umgehen, scheint nur weiträumig möglich. Da er bereits in unseren Gefechtsstreifen eingedrungen ist, ist die eigene Truppe gefährdet. Die Frage ist, handelt es sich um einen Aufklärungstrupp, eine Gefechtssicherung oder eine Vorhut? In der Kampfkraft ist er uns unterlegen. Was erwartet mich und wie ist er dahinter gegliedert? Was hat der Feind vermutlich vor? Eigene Lage. Wie kann ich weiter vorgehen? Der schwere Spieltrupp 2-5 kann in wenigen Minuten hier sein. Unser Gefechtswert ist hoch, zumal wir vermutlich noch nicht erkannt sind. Weitere Feindkräfte sind zurzeit nicht erkennbar. Wir müssen möglichst schnell weiter. Einzige Möglichkeit ist es, schwere Spieltrupp vernichtet die SBZ und macht uns den Weg frei. Sparte! Sofort Meldung ans Bataillon. Alpha plus 2-3 plus 3-4, 2 SPZ in Stellung, wir vernichten. Danach Meldung an 2-5, sofort Stellung. Bravo minus 1-5 minus 3-4, 2 SPZ vernichten. Alles klar. Zwei SPZ. Petersen rechten. Ziel mit anrichten. Erkannt. 1050. Stehende Anzeige. 2-5 an alle. Zielverteilung. Alpha den linken, Bravo den rechten. Feuerüberfall. Ich zähle. 3, 2, 1, Feuer. Hier 1-1, kommen. Hier 2-5, kommen. Hier 1-1, aus jetziger Stellung mein Vorgehen überwache. Ich durchsuche vernichtete SPZ, kommen. Hier 2-5, verstanden, kommen. Hier 1-1, Ende. Flankensicherung eines nach Süden geführten Angriffes eines Schützenbataillons. Die Karte wird dem Kommandeur die Lagebeurteilung enorm erleichtern. Werde ich sofort an das Bataillon melden. Schatzamt hier 1-1, kommen. Hier Schatzamt, kommen. 1-0-4-5. Bravo, hier Mike. Bravo, minus 1-7. Minus 3-4. Auswertung. Feindkarte. 2 mechanisierte Schützenkompanien. Rechts der Spätruppführer meldet alle aus der Feindkarte ersichtlichen Angaben an den Bataillonsgefechtsstab. Kommen. Hier, Schatzamt verstanden. Kommen. Hier, 1-1. Hier, Schatzamt, kommen. Hier, 1-1, kommen. Hier, Schatzamt, schreibbereit das Herstellen, in Kürze neuer Auftrag, kommen. Hier, 1-1, verstanden, kommen. Hier, Schatzamt, Feindlage. Bei Veranda ungeklärt. Spitzen in 0914. Der Spätruppführer 1-1 erhält einen neuen Auftrag. November. Aufklärung nach Norden bis zur Elbe-Seitenkanalbrücke Hohnsdorf und verbleibt dort als stehender Spätrupp im Versteck. Schatzamt angetreten. Stepper, komm mal her.
So, wir haben neuen Auftrag. Sammeln zur Befehlsausgabe. Feindlage ist zurzeit ungeklärt. Mit massiven Feindkräften rechne ich ab Raum Bad Bevensen und den Elbe-Seidenkanal rücken. Ich gehe vor über Groß-Heseweg, Altenmeding, auf Brücke Hohnsdorf. Beobachtungs- und Horchhalte kann ich hier, da und dort durchführen. Es ist wichtig, schnell zum Spätobziel zu kommen. Funkverbindung vermutlich bald nur noch über HF möglich. So, wir haben von jetzt hier einen neuen Auftrag. Feindlage. Feind vermutlich mit Spitzen in Bad Bevensen eingedrungen. Bad Bevensen, diese Richtung 6000. Lage beim linken Nachbarn weiterhin ungeklärt. Eigene Lage. 13. Panzerdivision hält weiter am VHV. Unser Bataillon ist zur Aufklärung eingesetzt. Unser Auftrag, sofort auf Brücke ostwärts Hohnsdorf, diese Richtung 15.000 aufzuklären. Dort Versteck beziehen, Brücke überwachen und Feindteile zu melden. Unser Spätrupp-Weg vom jetzigen Standort über Ortschaften Groß-Hesebeck, Seckelndorf, Altenmeding ins Spätrupp-Ziel Waldstück. Der Spätrupp-Führer hat die Feindlage erneut beurteilt und weist nun seine Soldaten im Detail ein, wo er entlang der Bewegungslinie mit Feind und in welcher Stärke rechnet. Der schwere Spätrupp 2.5 ist ab sofort wieder der 2. Kompanie unterstellt. Noch irgendwelche Fragen? Keine mehr. Gut. Abmarschbereitschaft herstellen und aufsetzen. Der Spätruppführer hat nach der Karte einen Weg gewählt, der offenes Gelände, auffällige Geländepunkte und befestigte Straßen und Wege vermeidet. Er nutzt zum Vorgehen kleine Waldwege, Schneisen, gangbares Kusselgelände und Senken. Lebenswichtig ist unbedingte Lichtdisziplin und Lautlosigkeit. Klappergeräusche und Bremsenquietschen können jetzt tödlich sein. Daher pirscht sich der Spätrupp langsam in Schleichfahrt voran. Der Rundumbeobachtung durch alle Besatzungsmitglieder, dem Horchhalt und dem Beobachtungshalt mit dem Wärmebildgerät kommen besondere Bedeutung zu. Alpha, Achtung, vor uns Kampfpanzer. Schatzamt, hier 1-1. Kilo Sierra Mike, Bravo, minus 4-8, minus 8. Charlie, minus 3-2, minus 5-5. Feindliche Panzerkompanie. Starke Feindkräfte zwingen den Spätruppführer, seinen geplanten Spätruppweg zu verlassen und zu umgehen. Achtung, 12 Uhr, feindliche Artillerie in Stellung.
Amt hier 1-1. Golf, plus 4-4, plus 3-6. Feindliche Artillerie führt Feuerkampf. Kommen. Hier Schatzamt. Feuerstellung über Taibun. Nach Seestreifenverfahren zerschlagen. Kommen. Ehe 1-1. Verstanden. Ende. Taifun hier, 1-1, Feuerkommando, kommen. Hier Taifun, Feuerkommando, kommen. Hier 1-1, Hotel plus 4-5, minus 3-4, Seestreifen 6-0-0-0. Ausdehnung, 150 mal 100. Artilleriezug in Stellung, Schuss, kommen. Hotel plus 4-5 minus 3-4. Der VB wiederholt das Feuerkommando des Spätruppführers. Nach dem Einschießen wird der Feind durch die eigene Artillerie zerschlagen. Feind ist zerschlagen. Danke, Ende. Achtung, vor uns Panzerkolonne. Alpha, hier 1-1. Achtung, Panzerkolonne rechts. Ende. 1-1 hier Alpha. Auf Straße links ebenfalls Kampfpanzer in Richtung Ortschaft fahren. Kommen. 1-1 verstanden. Ende. Wir müssen auf jeden Fall über die Straße. Der Abstand der zweiten Kolonne beträgt mindestens 5 Minuten. Ich habe die Möglichkeit, zwischen den Kolonnen durch die Straße zu überqueren. Von dort kann ich weiter und besser beobachten. Alpha, hier 1-1. Wir überqueren die Straße zwischen den Kolonnen geschlossen. Rückwärtsfahrer, Meldung ans Bataillon absetzen. Foxtrot, minus 6-8, plus 3. 9 Kampfpanzer auf dem Marsch Richtung Bad Bevensen. Der Spätrupp hat das Spätruppziel erreicht und bezieht gedeckte Aufstellung. Sofort Meldung absetzen, dass wir das Spätruppziel erreicht haben. Danach die Fahrzeuge unterziehen, Alarmposten auslegen, Fahrzeuge tarnen. Ich gehe mit Wesselmann zum Waldrand, um Beobachtungshalt auf die Brücke durchzuführen. Gut. Spaude, Sie alle am Posten. Feindlage zurzeit noch ungeklärt. Spitzen vermutlich zu der Alarmposten wird in Lage, Auftrag, Nachbarn und Grenzen des Beobachtungsbereichs sowie Feuereröffnungslinie, Meldungen, Ablösung, Parole und den Platz des Spätruppführers angewiesen. Links von der Brücke, Schützen beim Schanzen. Erkannt. Wesselmann, Alpha soll sofort Meldung absetzen. Hotel plus 1 plus
37. Feind beim Ausbau von Feldpostenstellung. Verstanden. Alpha hier abgesessen, kommen. Der Spätrupp am Spätrupp-Ziel. Der Spätrupp-Führer führt eine Lagebeurteilung durch. Hier an der Brücke Hohnsdorf hat er drei Möglichkeiten für ein Versteck zur Auswahl. Erste Möglichkeit. Ich kann sofort erkunden, noch in der Zeit des Morgengrauens Versteck beziehen. Nachteile. Die Stellung bietet schlechte Beobachtungsmöglichkeiten auf die Brücke. Ich kann jedoch die Feldpostenstellung einsehen. Durch das offene Gelände ist eine Aufklärung durch den Feind möglich. Zweite Möglichkeit. Ich kann die Brücke direkt einsehen. Die Geländebeschaffenheiten sind für ein Versteck vermutlich gut geeignet. Nachteile. Der Anmarschweg führt an der Feldpostenstellung vorbei. Ich könnte aufgeklärt werden. Die Ortschaft Hohnsdorf und der freie Geländeabschnitt sind von dort nicht einsehbar. Dritte Möglichkeit. Ein gedecktes Vorgehen zum Versteck ist möglich. Tarnungsmöglichkeiten und Bodenbeschaffenheit sind vermutlich im Wald gut. HF-Verbindung müsste durch die Anhöhe klappen. Vom Waldrand aus kann ich die Brücke, die Ortschaft und das freie Gelände einsehen. Nachteile. Der Anmarschweg ist weit. Einen Vorteil habe ich vor allem. Im Wald gibt es beste Voraussetzungen für ein Versteck. Die Gefährdung ist daher am geringsten. Ich wähle die dritte Möglichkeit. Wessemann, melden, sofort Abmarschbereitschaft herstellen, auf dem Weg vorziehen und dort sitzen wir auf. Stimmt. Nutzt jede Deckungsmöglichkeit und führt lange Beobachtungshalte durch. Im feindbesetzten Gebiet geht der Spätrupp unter gegenseitiger Sicherung raupenartig vor. Die Länge der Sprünge und die Dauer der Beobachtungshalte richten sich nach dem Grad der Bedrohung. Je stärker die Bedrohung, umso kürzer die Sprünge und desto länger die Beobachtungshalte. Fahrzeug da unterziehen, ein Fahrzeug da unterziehen, Fahrzeuge abzahlen, Spurentarnung, Alarmposten auslegen, da vorne an die Waldschneise, Meldung ans Bataillon absetzen, dass wir das Spielziel erreicht haben. Ich gehe mit Wessemann vorne an die Pfeife. Verstanden, Wolf. So, wir befinden uns jetzt im endgültigen Versteck. Dazu Spaude,
Schütze und Jäger als erstes Fahrzeug tarnen, Spurentarnung, danach die Fahrzeuge auf Schäden überprüfen. Pappenfuß als erstes Alarmposten, dazu die Ausrüstung holen, am G nicht vergessen. Fick als erstes Funkwache, tausche nachher mit Spaude und sie wechseln dann den Spaude wieder ab. Fragen? Nein. Gut, und die Fahrzeuge wegtreten. Und Offizier Steppach? Ja. Schlechte Funkverbindung zum Bataillon. Soll ich die Stabantenne aufbauen? Ja, mit Einsatzbereitmeldung an mich. Feldpostenstellung. Rechts von der Brücke steht ein Flap an seiner Stellung. Lass ihn meine Meldung an Alpha absetzen. Hotel. -3 +3 +4, ein Flapern zur Entstellung. Alpha Meldung absetzen. Hotel -3 +3 +4, ein Flapern zur Entstellung. Kommen. Ja, Alpha verstanden. Ende. Wir müssen zurückziehen, Fahrzeug, Alarmposten holen, einen Rückwärtsfahrer voll ausrüsten. Verstanden. Alpha, Meldung an Schatzamt absetzen. Hotel -1 +3 +5, 2 SBZ in Stellung. Kommen. Ja, Alpha, verstanden. Esselmann zurück zum Fahrzeug und der HG. Ja. Yeah. Lass ihn das 52er hier, die Uzi, und das MG wird dann erst aufgebaut, wenn die Feindlage sich an der Brücke beruhigt hat. Zur Lage. Feind ist bereits an der Brücke. Rechts von der Brücke ein Flakpanzer in Stellung. Links von der Brücke 2 SBZ in Stellung und davor sich eingerahmte Schützen. Auftrag. Die Brücke und die Zufahrtswege zu beobachten, Feind zu melden und gegebenenfalls auf im Beobachtungsstand Schützen, die unser Versteck wird der Alarmposten genauestens mit dem in den Alarmpostenbefehl angewiesen. Nachbarn. Haben wir keine Beobachtungsgrenzen, rechte Grenze vom eigenen Standort über rechte Kante, Waldrand in Verlängerung, rechte Beobachtungsgrenze. Ich gehe jetzt zurück zu den Fahrzeugen und komme ab und zu nochmal hier nach vorne. Okay, schön. Fahrzeug und Spurentarnung ist bereits abgeschlossen, Funkwache steht, Alarmposten ist ausgelegt. Fahrzeuge sind soweit okay. Gut, wenn die Soldaten nicht zurück ist, fragen sie. Gut. So, jetzt hier die Befehlsausgabe. Norden, diese Richtung. Diese Richtung 1000, Brücke über den ESK. Diese Richtung 3000, die Ortschaft Hohnsdorf. Es befindet sich bereits Feind an der Brücke.
ein Flakpanzer in Stellung, zwei SBZ in Stellung und ein Feldposten ist ausgebaut. Wir verbleiben hier im Versteck bis auf Weiteres und haben den Auftrag, die Brücke zu überwachen und dort Feind zu melden. Zur Durchführung. Unteroffizier Steppach fertigt mir eine Liste an mit Alarmpostenablösung und Funkwache. Der Alarmposten, der das Versteck sichert, der kann eingezogen werden, den brauchen wir nicht mehr. Die Soldaten, die nichts zu tun haben, also nicht eingeteilt sind, können verpflegen, sich waschen und vor allen Dingen die Kraftfahrer sollen schlafen. Der Beobachtungsstand aus Sicht des Feindes. Nichts darf zu sehen sein, denn das könnte tödlich sein. Gibt's irgendwas Neues? Ja, SBZ, diese Richtung, im Wald verschwunden. Ja, gut, das war weiter beobachten. Alpha, Meldung absetzen, neun Kampfpanzer und ein Gefechtsstand über Brücke fahren. Komm hin. Ja, Alpha. Verstanden, Ende. Schatzamt, hier 1-1, komm hin. Das Leben im Versteck. Es werden Waffen gereinigt, Spähpanzer überprüft, die Körperpflege wird durchgeführt, Essen und Getränke zubereitet. Und es kann abwechselnd geruht werden. Mach dem Oberfeldwebel doch auch gleich einen Kaffee mit. Mach ich. Freitag raus, ich drück den Fahrzeug und auf die Stadt rein. Zur Feindlage. Links Kastenwald, ein Feldposten in Stellung. Erkannt. Rechts von der Brücke, Flakpanzer in Stellung. Erkannt. Außer der Kolonne, die wir auch gemeldet haben, keine weiteren Feindbeobachtungen. Ist gut. In zwei Stunden komme ich mit der Ablösung wieder. Und dann wieder das Ablösegespräch. Hast du Fragen? Keine. Gut, viel Spaß. Hier abgesessen. 11 Kampfpanzer ostwärtige Richtung. Spähtruppführer wecken und informieren. Ende. Herr Oberfeldwebel, darf ich vielleicht auch noch schlafen? Der Panzerkolonne hat soeben die Brücke passiert. Bei wesentlichen Lageänderungen muss sich der Spähtruppführer selbst ein Bild vor Ort machen. Seine Beobachtungen und Erkenntnisse bilden die Grundlage einer neuen Lagebeurteilung und führen zu einem Entschluss, der letztendlich wiederum Einfluss auf den Plan für den Einsatz nehmen kann. Panzeraufklärer werden vom Truppenführer eingesetzt, um den Feind aufzuspüren und Fühlung mit ihm zu halten. Ist die Fühlung mit dem Feind aufgenommen, sind Panzeraufklärer befähigt, ihn für längere Zeit zu überwachen. Schon die Meldung eines oder zweier Spähtrupps kann wesentlich zur Lagefeststellung der Division beitragen. Alpha, Meldung an Schatzamt absetzen. So kann der Spähtruppführer entscheidende Voraussetzungen für den Erfolg der eigenen Kräfte im Gefecht schaffen.
Aufklärung, sucht den Feind. Er soll unbemerkt beobachtet werden. Kampf ist möglichst zu vermeiden. Führt die Aufklärung so nicht zum Ziel, muss sie durch Kampf erzwungen werden. Aufklärung verlangt Mitdenken. Verständnis der Zusammenhänge, auch in größerem Rahmen. Ständige Aufmerksamkeit und taktisches Können.